Ich sah eine mannshohe Mauer, die unter bereiften Bäumen einen weiten Bogen beschrieb. Folgte ich ihrem Verlauf mit meinem Blick, tauchten zwischen schwarzen Stämmen ferne, steile Dächer auf, dann auch der Turm der Martinskirche von Trebitsch, einer Stadt im Südosten jenes Landes, das damals noch als Tschechoslowakei auf den Karten Mitteleuropas erschien. Christoph Ransmeier ist viel in der Welt herumgekommen. Er hat den Nordpol besucht und namenlose Gipfel im Tibet bestiegen. Er ist über die verlassene Osterinsel gewandert, ist durch den Amazonas-Urwald gepirscht und hat das psychiatrische Klinikum am Steinhof in Wien besucht. Er erinnert sich an Mönche in China, die mit Wasser auf Steine schreiben, und daran, wie er in Bolivien selbst beinahe umgekommen wäre. Der Autor ist vielen Menschen begegnet, er hat sie beobachtet, ihnen zugehört und an ihren Geschichten teilgenommen. Von all dem erzählt sein Atlas eines ängstlichen Mannes. 70-mal setzt Ransmeier mit der schlichten Formel »Ich sah« zu einer Geschichte an. 70-mal erzählt er ebenso konzentriert wie eindringlich von ewigen Ritualen, von kleinen und großen Schicksalen und vor allem von sich selbst als Reisenden. Christoph Ransmeier geht es, wenn auch nur unterschwellig, stets ums Ganze. Er schildert 70 flüchtige Begegnungen, die jede für sich eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Mit Respekt hält sich der aufmerksame Beobachter am Rand und kommt dennoch nicht ungeschoren davon. Spätestens mit Blick auf die Parkbank am Apothekergarten rückt er mit ins Zentrum. Vor dem inneren Auge sieht er auf dieser Bank einen Mann sitzen, der den Kopf auf die Brust gesenkt, inmitten des Treibens um ihn herum für immer entschläft. Es ist sein eigener Vater, dessen Tod er mit feiner Diskretion festhält. Indem er die vielen Begegnungen akkurat aufnotiert und aufbewahrt hat, macht sich Ransmeier zur Aufgabe, was ihm der Wächter des jüdischen Friedhofs von Trebitsch einst mitgab: die Lebenden und die Toten zu behüten und so die Arbeit der Engel zu tun. In seinem Atlas eines ängstlichen Mannes vermisst er, unbeirrbar, im Kleinen nichts weniger als das große Menschliche. Und er tut es mit sanfter Demut und aus dem sicheren Bewusstsein heraus, selbst ein paar Mal nur knapp dem Tod entronnen und heil davongekommen zu sein.